Tina im Kirchturm, lei, 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 lei. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Adventszeit und da dachten wir, wir senden euch mal einen musikalischen Gruß aus dem Kirchturm. Aber bevor wir das machen, wollen wir euch noch jemanden vorstellen, denn wir haben nämlich Zuwachs bekommen im Kirchturm. Ihr könnt ganz gespannt sein, wer das ist. Schaut mal, das ist Fauli, unser kleines Faultier. Und der wohnt sogar schon eine ganze Weile bei uns im Kirchturm. Fauli, möchtest du mal Hallo sagen zu den Kindern? Nicht? Er ist immer ein bisschen schüchtern, er braucht mal ein bisschen Zeit. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht traut er sich dann auch mal Hallo zu euch zu sagen. Okay? So, dann würde ich sagen, holen wir noch Esmeralda und dann zeigen wir euch, was wir euch heute für ein kleines Lied mitgebracht haben, okay? Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass in der Adventszeit immer ganz viele Lichter und Kerzen angemacht werden. Und da dachten wir, wir bringen euch einfach ein kleines Lied mit, wo es um eine Kerze oder um Kerzen geht. Und ihr könnt entweder, wie hier hinten, eine richtige Kerze anzünden, die könnt ihr vor euch stellen. Oder ihr nehmt so, wie ich das jetzt hier auf der Hand habe, ein kleines Licht, was mit einer Batterie betrieben wird. Da kann nichts passieren und das kann man dann auch ein bisschen bewegen. Denn in unserem Lied geht die Kerze nämlich auch hoch und runter und hin und her und dreht sich auch mal im Kreis. Und das geht natürlich mit so einer Kerze viel, viel besser. Mit einer richtigen Kerze würde ich das jetzt so nicht machen. Da passt bitte ganz vorsichtig auf, die zündet ihr am besten nur an. Aber am besten nehmt ihr einfach so ein Licht. Und dann kann es auch schon losgehen. Sie leuchten hier im Kreise auf ihre eigene Weise.
So, das war auch schon unser kleiner musikalischer Gruß zum ersten Advent. Heute mit einem kleinen Licht. Ein Licht bringt nicht nur Helligkeit in die Dunkelheit. Auch wir können manchmal ein Licht sein. Und vielleicht habt ihr ja jemanden, dem es gerade nicht so gut geht oder der Angst hat. Vielleicht könnt ihr da auch so ein Licht sein und Hoffnung bringen und das Dunkel wieder hell machen. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit. Wir wünschen euch eine wunderschöne Adventszeit und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, wir sehen uns dann. Pauli, kannst du dich mal... Hey, hallo. Willst du schon wieder schlafen? Du weißt schon, dass die Kamera noch läuft.